Hallihallo, willkommen zurück zu Killzone Shadowfall. Ich bin Sandwinkel. Ja, ich traue mich gar nicht mehr abzuschalten, weil ich nie weiß, wo ich anfangen muss. Das davor mit dieser komischen Spinne und mit dem Reden, das hat mich so dermaßen geärgert. Ich ärgere mich immer noch drüber mit diesen fehlenden Speicherpunkten, dass man nicht selbst speichern kann. Ist es denn wirklich so schwer, eine Option einzubauen ins Spiel, wo man dann selbst speichern kann? Ich kann mir das nicht vorstellen, dass das so ein Riesenakt sein soll. Ich finde das also so extrem ärgerlich. Weil ich kann ja nicht dann einfach ein komplettes Kapitel, was erwarten die, dass man das Spiel durchzuckt? Oh. Wo denn? Oh, mache ich das anders. Ach, durch Schild geht's nicht. Wie, ich dachte, ihr seid platt. Oh, die Waffe ist leer. Okay. Mist. Da war doch irgendwo, ja, hier, die Pulver. Hier unten gibt's Munition. Na also, geh doch. Ganz schön aufregend. Muss da wieder runter irgendwo. Da. Oder? Hopp. Ey, was war das? Ich muss da hin, oder? Nee, ich muss da runter. Ah, ja, okay. Das sind diese Geschütze, die auf mich geschossen haben. Wie kriege ich das hin? Wie kriege ich das hin? Wie kriege ich das hin? Mensch, könnt ihr das mal lassen, bitte? Kriegen diese... Oh, oh, entdeckt. Das hat mich das Scheißding entdeckt, hey. Thank you.
Ganz schön heftig, ist ganz schön schwer. Voll in das Vieh da, wie kriege ich denn das deaktiviert? Meine Herren, das ist echt nicht so einfach, wie ich mir das vorgestellt habe. Ey, wieso geht das nicht? Ah, der lebt noch. Ja, du hast mich doch gar nicht gesehen, du Scheißding. Oh, ich bin fast tot. Was schießt denn der da? Ich sag mal. Das ist nicht so einfach. Wie viele sind denn das noch hier? So, ich glaube, die hätte ich jetzt. Aber wie deaktiviere ich dieses scheiß Ding da? Hey, schießt das tatsächlich, schießt das Gerät auch noch auf mich? Komm jetzt die Granate her. Kann doch nicht sein, Mensch. Ich glaube, ich war zu forsch. Wo geht das? Hier oben? Okay.
Bist du weg da? Nein, noch nicht. Aber jetzt. Oh. Cool. Munition. Granaten. Ja. Eine Männernarre. Sind eigentlich schon wieder 15 Minuten um? Ah, oh, wo bin ich jetzt runtergefallen? Hallo? Ah, cool. Ah, ich kann hier nicht... Ja, das ist schlecht. Ich kann das Gerät da nicht mitnehmen. Wo ist denn die andere Waffe jetzt schon wieder? Ist jetzt weg. Warum ist die jetzt weg? Mensch. Ich kann nicht mit der Gatling, mit der Minigun, kann ich nicht in die Hocke gehen. Das kann ich nur mit der. Ist mal die Frage, wo ich da hinkomme. Oh, ist das aufregend. Alles so aufregend. Mein Gott, ist das aufregend. Naja. Schauen wir mal, wo wir rauskommen. Da vorne, geradeaus. Okay. Ah, guck da hin. Guck da an. Sprengsatz bereit. Ich bin fast am Eingang. Wo muss ich jetzt hin? Da drüben das noch. Kriegen das jetzt da drüben noch hin? Oh oh. Hochklettern. Was mache ich denn jetzt? Das war die Kanone. Aber wie komme ich denn zu der anderen hin jetzt? Das ist die Frage. Dreht sich aus. Sie wissen schnell, ne? Au, 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 au. Oh. Aber wie geht's denn jetzt da weiter? Oh, oh, der sieht mich ja. Das ist jetzt die Frage, wie geht's denn da jetzt weiter? Ich muss das Ding auch noch da zerstören. Die mobile Scan-Einheit, ja, die muss ich zerstören. Ist jetzt nur die Frage, wie das funktioniert hier. Hat er mich schon wieder entdeckt? Ich glaube, ich muss hier eine Pause machen. Kann das sein? Das ist die Frage, wo geht's hier weiter? Mensch, Mensch, Mensch. Hey, jetzt habe ich wieder einen Bildausfall. Kann ich mich bewegen? Ich war in der Aufnahme ist dieser Bildausfall nicht zu sehen. Komischerweise. Nur hier bei mir am Fernseher. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich habe das Kabel schon ausgetauscht, HDMI-Kabel, aber ich habe keine Ahnung, woran das liegen könnte. Die Aufnahme läuft weiter und wenn ich mir die Aufnahme anschaue, da ist er nicht zu sehen von einem Bildausfall. Ist ganz schön schnell das Ding. Oh, wow, wow, wow. Was hat denn da auf mich geschossen?
Komme ich da vorne? Nee, da komme ich auch nicht weiter. Da schießt auch das Ding gleich. Da muss doch irgendwie weitergehen. Naja gut, ich stehe jetzt erstmal hier. Und mache hier erstmal einen Cut. Und dann werden wir weitersehen, wie es weitergeht. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn ihr mich unterstützen wollt, könnt ihr gerne einen Daumen hoch geben. Natürlich nur, wenn es euch gefallen hat oder meinen Kanal abonnieren. Würde ich mich riesig drüber freuen. Ansonsten schaut mal wieder vorbei, hin und wieder mal. Tschüss, bye bye, winke winke, hier war euer Sandwinkel mit Killzone Shadowfall in der Kampagne. Bye bye.